Kennt ihr schon die neuen Sitzbänke von AKF? Wenn nicht, dann lohnt es sich auf jeden Fall jetzt dran zu bleiben, denn es gibt drei coole Modelle und zwar die hier, eine schöne braune Retro-Sitzbank mit optionalem Halteriemen oder für die sportlichen Fahrer eine 2,5 cm flachere Sitzbank mit einem härteren Verbundschaumstoff oder hier die dritte Variante in S51 Enduro-Optik, aber deutlich moderner durch die schlanke Bauweise von der Grundplatte. Ich habe es gerade erwähnt, das Stichwort Grundplatte bzw. Sitzbankunterteil. Hier habt ihr eine Möglichkeit, diese Gummipuffer, die übrigens euren Rahmen dafür schützen, zu verkratzen oder dass die Sitzbank sich durchbiegt, einen Halteriemen nachzurüsten, indem ihr die ganz einfach rausdreht, den Halteriemen nehmt und hier einschrauben könnt. Und habt somit die freie Wahl, ob ihr einen Halteriemen fahren möchtet oder nicht. Und damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, wie die Sitzbänke montiert ausschauen, montiere ich die mal ganz schnell. Und dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, gefällt euch die schwarze in Enduro-Optik am besten oder die braune Retro oder die schwarze sportliche. Und wenn ihr jetzt sagt, da war nicht so wirklich was für mich dabei, dann habt ihr auch die Möglichkeit, ein einzelnes Sitzbankunterteil zu bestellen. Fix und fertig, passt Plug and Play und ihr könnt euch entweder da selber ausleben oder das eurem Sattler übergeben.